Hallo, schön, dass du da bist. Gemeinsam wollen wir uns anschauen, was zurzeit mit deinem Körper los ist und was nun passiert, damit es dir bald besser geht. Das, was dich krank macht, nennt man Osteosarkom. Das ist ein Knochenkrebs. Aber sei dir ganz sicher, es ist nicht deine Schuld, dass du krank geworden bist. Das kann jedem Kind passieren. Um genau zu wissen, was dir fehlt, müssen im Krankenhaus ein paar Untersuchungen gemacht werden. Die Ärzte dort wissen, was dir fehlt und werden sich um dich kümmern, damit es dir bald besser geht. Aber keine Sorge, die Untersuchung tut nicht weh. Höchstens ein kleiner Pieks, wenn dir Blut abgenommen wird. Das brauchen wir, um zu sehen, ob deine Organe gesund sind. Auch vor dem Röntgen musst du keine Angst haben. Hier wird mit einer Spezialkamera ein Bild von deinen Knochen gemacht. Nach dem Röntgen entnehmen wir dir noch ein Stück von dem kranken Gewebe. Vorher bekommst du aber eine Spritze, damit du keine Schmerzen hast. Im Labor wird dein Gewebe mit einem Mikroskop ganz genau unter die Lupe genommen. Das zeigt uns, wie wir dir am besten helfen können. Nachdem die Ärzte sich alles angeschaut haben, besprechen sie mit dir und deinen Eltern, wie es weitergeht. Für einige Zeit musst du in ein Krankenhaus. Erzähl das ruhig deinen Freunden, dann wissen sie, warum du eine Weile nicht in der Schule bist. Sie können dich dann auch ab und zu besuchen. Im Krankenhaus wohnst du mit anderen Kindern in einem Zimmer. Du bist also nicht allein. Und zwischendurch darfst du immer wieder nach Hause. Und dann geht es auch schon los. Als erstes bekommst du eine Chemotherapie. Das ist eine Medizin, die deine Krankheit bekämpft und den Knochenkrebs kleiner macht. Damit die Medizin direkt in deinen Körper kommt, bekommst du einen dünnen Plastikschlauch in den Arm. Das piekst nur einmal ganz kurz. Die Medizin ist sehr stark. Sie fängt sofort an, deine Krankheit zu bekämpfen. Danach geht es dir wahrscheinlich nicht so gut. Du wirst dich krank fühlen. Aber du brauchst die Medikamente, um die Krankheit zu besiegen. Bald fühlst du dich bestimmt besser. Dir werden auch für einige Zeit deine Haare ausgehen. Das liegt an den Medikamenten. Aber keine Sorge, sie wachsen bald wieder. Und in der Zwischenzeit denken wir uns zusammen ein paar tolle Hüte aus. Versprochen. Während der Behandlung können dich deine Eltern, Geschwister und Freunde natürlich jederzeit besuchen. Sie müssen dann vielleicht einen Mundschutz tragen. Du bist nach der Therapie recht schwach und kannst dich leicht anstecken. Und denke bitte immer daran, wenn dich Übelkeit oder irgendetwas anderes plagt, sprich mit der Schwester, dem Pfleger oder Arzt. Sie wissen am besten, wie sie dir schnell helfen können. Nach der Chemotherapie ist es Zeit, das kranke Gewebe herauszuoperieren. Aber keine Sorge, du merkst davon nichts. Du bekommst eine Betäubung. Das ist so, als ob du schläfst und von etwas Schönem träumst. Und wenn du aufwachst, ist alles vorbei. Nach der Operation bekommst du noch einmal die Chemotherapie. Die kennst du ja jetzt schon. Das war die mit dem kleinen Schlauch an deinem Arm. Das ist wichtig. Es müssen wirklich alle noch so winzigen Krebszellen im Körper beseitigt werden. Sonst würde deine Krankheit nach einiger Zeit zurückkommen und alles fängt von vorn an. Vielleicht bekommst du noch ein weiteres Medikament. Außerdem darfst du eine Kur machen. Die hilft dir, dich zu erholen. Und sorgt dafür, dass du dich bald wieder besser fühlst. Du siehst, insgesamt dauert die Behandlung ganz schön lange. Du bist aber nicht allein. Im Krankenhaus kannst du mit anderen Kindern malen, spielen, lesen oder einfach dösen. Auch die Ärzte und Pfleger sind immer für dich da. Und denke immer daran, du kannst bald nach der Behandlung wieder nach Hause. Bei vielen Kindern kommt der Krebs nicht wieder. Und was du nie vergessen darfst, du hast nichts verkehrt gemacht. Du bist nicht schuld an deiner Krankheit. Niemand kann sagen, warum gerade du sie bekommen hast. Auch deine Eltern hätten nichts anders oder besser machen können. Jetzt hast du bestimmt noch viele Fragen, oder? Du kannst dich darüber zum Beispiel mit anderen Kindern unterhalten, die gleiche Krankheit hatten wie du und sie besiegt haben. Frage deine Ärzte. Sie wissen, wo du weitere Antworten auf deine Fragen bekommst.